Ist die erste Tagesschau der Woche, freut mich, dass Sie auch heute Abend dabei sind. Es sind erschütternde Ereignisse, wo wir erlebt haben, Amoklauf in den Vereinigten Staaten, in der Schweiz, der Fall Kneubühl, deine Mutter, die drei Kinder umgebracht hat. Und die Frage ist, kann man das verhindern? Das möchte ich diskutieren mit dem bekanntesten Psychiater der Schweiz, Frank Urbaniok. Er ist Leiter des psychiatrisch-psychologischen Dienstes des Kantons Zürich. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind, Herr Urbaniok. Wer sind Sie? In der Frage ist man ja selbst immer befangen, das zu beantworten. Mhm. Und das können vielleicht andere besser. Ich könnte sagen, was ich bin, das ja. sind Eigenschaften. Aber wer Sie sind, das versuchen Sie herauszufinden bei den anderen. Vielleicht haben Sie es bei sich auch mal versucht herauszufinden. Natürlich versucht man das. Aber wie gesagt, man ist befangen in der Frage. Ich könnte ein paar Dinge sagen. Sag ich bin in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen. Cool. Ich bin Doppelbürger, Deutsch-Schweizer Doppelbürger. Ich bin Gerichtspsychiater, Gutachter, Supervisor, Therapeut. Aber mach gern Sport, mach gern, interessiere mich für Philosophie, für Geschichte. Okay. So. Und fasziniert vom Bösen, von der Abgrund der Menschen? Fasziniert vom Bösen nicht. Nein. Nicht, aber von der interessiert, interessiert, Dinge zu verstehen, dahinter zu blicken, möglichst etwas dafür zu tun, dass es keine weniger Straftaten gibt. Das interessiert mich. Faszination vom Bösen, die geht mir ab. Gut, aber trotzdem, das hat Sie von Anfang an, sagen wir es doch, interessiert. Schon in jungen Jahren, das ist außergewöhnlich, oder? Dass Sie sich genau mit dieser, sage ich jetzt mal, dunkelsten Seite der Menschen befassen. Gut, ursprünglich bin ich davon ausgegangen, ich werde ein normaler Psychiater. Das habe ich mir damals so vorgestellt, dass man da geisteswissenschaftliche Dinge und praktische Sachen verbinden könne. Das war meine Ursprungsmotivation. Später bin ich dann in dieser Gerichtspsychiatrie, in der forensischen Psychiatrie hängen geblieben. Eben forensisch, also so wissenschaftliche Art, wie man das behandelt. Gerade als Jüngst haben wir ja den Fall Bianca G. Ich habe in meiner jetzt 20-jährigen Karriere keinen vergleichbaren Fall gesehen. Wir haben das dann auch noch mal überprüft und die internationale Literatur zurate gezogen, das recherchiert. Und wir haben auch bei dieser Recherche keinen vergleichbaren Fall gefunden. Die Aussage hat mich überrascht, weil die wollen die alles systematisieren, kategorisieren und dann sagen sie, kein vergleichbarer Fall. Also kann man es offenbar gar nicht. Na, alles nicht kategorisieren. Es geht darum, den Einzelfall möglichst gut zu verstehen und abzubilden. Und es geht genau darum, auch das Besondere dann entsprechend herauszuarbeiten. Das ist ein Fall gewesen, in der Tat, für den wir keinen vergleichbaren Fall gefunden haben. Eben, die 300-seitiges Gutachten geschrieben. Hat eigentlich die Bianca Ihnen gestanden, dass sie auch das dritte Kind umgebracht hat? Sie hat das jetzt... Nein, ich frage Ihnen, wenn in diesen 300 Seiten oder in diesen langen Abklärungen, hat sie es Ihnen gestanden? Es hat da zwei Gutachten gegeben. Das von 2010, da war sie nicht geständig. Und jetzt hat sie gestanden. Eben, und, dann hat sie in der Begutachtung das auch dann näher dargelegt. Das heisst, sie hat irgendetwas nicht mitbekommen. Ich frage darum, wie Sie sagen, ganz wichtig ist, wenn man nicht gesteht, dann ist man nicht therapiefähig. Nein, so sage ich das nicht. Aber so habe ich das gelesen. Ja, es ist nicht alles richtig, was man liest. Deswegen bin ich ja froh, wenn Sie mich fragen, dann kann ich sagen, wie es richtig ist. Es ist natürlich so, wenn jemand sagt, ich bin das gar nicht gewesen, dann ist es schwierig, am Deliktverhalten zu arbeiten. Aber es ist oft auch so, dass es andere Eigenschaften gibt, an denen man durchaus arbeiten kann. Ich mache ein Beispiel, wenn jemand eine Drogenabhängigkeit hat, dann kann man mal mit der Drogenabhängigkeit anfangen. Also es ist nicht immer so, dass es gar nicht geht. Wir versuchen das. Manchmal ist es auch ein Teilgeständnis, irgendein Problem. Wenn aber jemand sagt, ich bin das gar nicht gewesen, ich habe mit der Tat nichts zu tun, dann wird es schwierig, am Risiko etwas aber zu ändern. Aber können Sie nicht sein, dass Sie das gemacht haben? Zwingen Sie da nicht möglicherweise Leute, ein Geständnis zu machen, nur damit sie therapiert werden von Ihnen? Ja, wir ja gar nicht. Also wir leben ja zum Glück in einem Rechtssystem und da ist es so, wer Schuld hat oder nicht Schuld hat, das stellt ein Gericht fest, das stellen nicht wir fest. Eben? Und wir bekommen dann einen Auftrag vom Gericht, zum Beispiel Auftrag zu therapieren. Aber wir sind nicht die Personen, die Recht oder Unrecht beurteilen. Aber wenn nicht eben das Geständnis, also Sie jetzt ein einschränkendes Teilgeständnis da ist, dann gibt es keine Therapie. Also ist doch fast schon ein Zwang da, auch wenn einer es nicht gemacht hat. Weil keiner will ja nicht therapiert werden und dann verwahrt werden, möglicherweise auf Lebenszeit. So weit sind wir noch nicht mit der Verwahrung. Da steht da nicht die Verwahrung im Raum. Es ist ja so, dass, wie gesagt, das Gericht feststellt, ob jemand schuldig ist oder nicht. Und wenn hier ein Fehler passiert, das ist ja das, was Sie unterstellen, dass Sie sagen, da ist etwas falsch gelaufen. Da wird einer
verurteilt, der es nicht gewesen ist, dann ist das natürlich immer eine Katastrophe, ja, unabhängig von Therapie oder Nicht-Therapie. Ja. Und dann setzt sich der Fehler, kann man sagen, dann weiter fort. Wir können nicht sagen, das Gericht korrigieren und sagen, aus unseren Erkenntnissen, wir kippen jetzt einen Gerichtsentscheid. Nein. Aber zu der Konsequenz, das ist vielleicht wichtig, weil Sie sagen, dann wird der Mensch nicht therapiert, ja, und wird verwahrt am Ende. Die praktische Konsequenz bei angeordneten Therapien, bei den Therapien, wo das Gericht sagt, der soll therapiert werden und wo jemand nicht geständig ist, dann steht man am Schluss, steht das Gericht, nicht wir, da steht das Gericht vor der Alternative zu sagen, der ist so gefährlich, man verwahrt oder man entlässt ihn so. Aber das in der Regel wird entlässt. Auch aufgrund von, was soll ich sagen, Ratschläge, Informationen von Ihnen, oder? Also ja, bleiben wir, sagen, es ist das Gericht allein. Doch, das ist das Gericht allein, bleiben wir da sauber. Wir würden sagen, da ist eine Therapie nicht möglich, weil das und das vorliegt. Und dann geht es zurück ans Gericht. Und das Gericht muss entscheiden. Das Gericht wird in den meisten Fällen entscheiden, den Täter dann freizumachen. Gut, man hat da verschiedene Fälle. Zum Beispiel der Fall Mansur, oder? Den kennen Sie sehr gut. Er war nicht geständig, also hat man gesagt, der kommt keine Therapie über und ist dann auch verwahrt worden, ist dann vom Bundesgericht gegangen, hat dort gewonnen und wird jetzt, glaube ich, aus der Schweiz ausgeschafft. Zwei Fehler, die ich gerne korrigiere. Ja. Es stimmt nicht, dass er nicht therapiert worden ist. Es hat viele, wir kriegen vom Gericht einen Auftrag. Das Gericht sagt, bei diesem Mann soll therapiert werden. Ja. Dann versuchen wir das. Wir versuchen das einmal, zweimal, dreimal. An irgendeinem Punkt, wenn das dann nicht klappt, müssen wir das zurückmelden und müssen sagen, aus den und den Gründen geht das nicht. Aber das ist in dem Fall nicht gegangen, weil er nicht geständig ist. Es ist unter anderem deswegen gegangen, weil er nicht geständig war. Aber auch deswegen, weil er an anderen Problembereichen auch nicht hat arbeiten wollen. Aber das nochmal ist so, dass das Gericht das dann wieder neu beurteilen muss. Aber Sie haben ja gesagt, Sie sind gegen Todesstrafe, weil Gericht auch ein Fehlurteil machen können. Mhm. Aber faktisch jetzt über Ungleit, jetzt auf Ihre Situation, den Fehlurteil auch da eine große Konsequenz haben. Also Fehlurteile sind immer eine Katastrophe. Ja. Nochmal, ja. Fehlurteile sind eine Katastrophe. Mhm. Wir müssen als Gesellschaft interessiert sein, dass es möglichst keine Fehlurteile gibt. Aber wir sind keine Richter. Wir können nicht ein Gerichtsurteil korrigieren oder etwas anderes machen. Also, da werden wir noch drauf kommen. Also, Sie haben einen eigenen Test entwickelt, den Fortress-Test, der dann soll systematisch festgestellt werden, aufgrund von unglaublich vielen Kriterien, wie jemand zu beurteilen ist, ob er eben therapiefähig ist, ob er gefährlich ist, ob er gefährlich ist für die Gesellschaft. Und das ist das eine. Es gibt auch noch andere Sachen. Also, beispielsweise gibt es da einen internationalen Test, das ist der HAIR-Test. Den schauen wir uns jetzt gerade an. Und zwar gibt es verschiedene Kriterien, das kennen Sie sehr gut. Nur ein paar habe ich rausgenommen. Was ist ein Psychopath oder Charakteristika? Übersteigertes Selbstbewusstsein, pathologischer Lügner, manipulierend, hat kein Schuldgefühl, Fehlen von Empathie, glaube ich, ganz wichtig, parasitärer Lebensstil, frühe Verhaltensprobleme, Impulsivität, keine realistische langfristige Ziel für sein eigenes Leben, Unverantwortlichkeit gegenüber seinen eigenen Handeln, nicht akzeptieren von Fehlern für eigenes Verhalten, Jugendkriminalität und vielfältiges kriminelles Verhalten. Jetzt, Psychopathen sind nur ein Teil von unserer Gesellschaft, aber die begegnen uns an zwei Orten. Besonders stark oder sind überproportional vertreten, im Gefängnis einerseits. Und in der Chefetage. Können Sie das bestätigen? Das sagen Sie. Das sind immer Schätzungen, die es gibt. Und wir beschäftigen uns ja mit Straftätern, das heißt Menschen, die verurteilt worden sind, meist wegen schwerer Gewaltdelikte. Ja. Sie haben es zu Recht gesagt, ungefähr 5% von denen gehören zu dieser Kategorie. Und dann gibt es... In Amerika 20%. Das ist richtig, in Amerika 20%. Kann man sich überlegen, warum sind das da mehr als bei uns. Okay. Und dann gibt es immer die Schätzungen von einem Dunkelfeld, dass man sagt, ja, es gibt auch Psychopathen, die nicht zum Straftäter werden, die zum Beispiel Karriere machen und in Wirtschaftsunternehmen sind. Und in der Tat gibt es da Schätzungen, dass in der Normalbevölkerung 1% der Personen auch solche psychopathischen Eigenschaften haben. Eben, das kann man herausfinden. Es gibt übrigens ein neues Buch da. Die Psychopathen sind unter uns. Da ist der Test beschrieben. Und eben auch, wie man herausfinden kann, in seinem Umfeld, wer als Psychopath oder potenzieller Psychopath kann eingeschätzt werden. Machen Sie das auch, wenn Sie so rumgehen und schauen, die Leute in der Gesellschaft, wo Sie dann gerade irgendwie den Filter runterlassen und sagen, das ist eventuell A, ein Psychopath oder B, ein potenzieller Gewalttäter? Nein, da kann ich Sie beruhigen. Das mache ich normalerweise nicht. Das mache ich wirklich in meinem Beruf dann, wenn wir einen Auftrag haben. Und sonst in meinem Privatleben, bin ich ein Privatmensch und gucke Menschen ganz privat an. Das glaube ich Ihnen gar nicht. Aber das stimmt trotzdem. Das glaube ich überhaupt nicht. Sie sagen ja, man sollte neben dem Schul
Schuld- und Strafprinzip, das Präventionsprinzip einführt. Das ist das Wichtigste. Das heisst, es muss verhindert werden, also nicht erst eingreifen, wenn etwas passiert ist, sondern bevor es passiert ist. Das ist ja ein ganz kühner Gedanke. Das heisst, Leute sollen aus dem Verkehr gezogen werden, bevor sie etwas gemacht haben. Ein kleiner, nein, ein grosser Widerspruch mit unserem Strafrecht. Nein, ganz und gar nicht. Nee. Also, in der Tat trete ich sehr dafür ein, das Präventionsprinzip in unserem Rechtssystem zu stärken. Aber wir reden nicht von Menschen, die noch nichts gemacht haben. Wir reden nicht von Minority Report und Babys durchscannen. Wir reden von Personen, die schon Gewalt- und Sexualstraftaten begangen haben. Und da sage ich in der Tat, wenn wir Personen haben, die Gewalt- und Sexualstraftaten begangen haben, schwere Gewalt- und Sexualstraftaten, dann hat die Gesellschaft ein Recht, dass man versucht, Rückfälle zu verhindern. Eine Zahl dazu. Wir wissen im Kanton Zürich, dass die verurteilten Gewalt- und Sexualstraftäter zu 70% vorher schon einmal Kontakt mit der Justiz hatten. Mhm. Und dann macht es doch Sinn zu sagen, was können wir tun, dass diese 70%, dass die nicht mehr rückfällig werden. Gut, darum geht es. Was macht man? Nein, gar nicht. Sie haben überhaupt keine Rückfällige, wenn Sie die nie mehr rauslassen. Ja, das ist, dann hat sie 0%. Das ist ja völlig unrealistisch. Aber Sie können steuern auf das je. Ganz und gar nicht. Also ich bin ja froh, dass ich was dazu sagen kann. Es ist ja so, dass 99% aller Gewalt- und Sexualstraftäter haben endliche Freiheitsstrafen. Das heißt, die kommen raus, gehauen, gestochen, kommen die wieder raus. Mhm. Und wir sagen, es ist damit nicht getan, dass jemand nur eine Strafe absitzt, eine Schuldstrafe für die Vergangenheit, sondern wir müssen uns auch überlegen, was können wir tun, dass die Menschen nicht mehr rückfällig werden. Und auch für die Täter. Wir wissen zum Beispiel, dass wir mit modernen Therapieverfahren mindestens 50% der Rückfälle verhindern können. Mindestens 50% können wir verhindern. Nein, zaubern kann man nicht. Das heißt, nicht. Da laufen, Sie haben es auch noch das heißt, 250 von denen das heißt, laufen um in der Schweiz. Das heißt, die können mit Therapien die Opferzahlen halbieren. Und deswegen ist es eine Frage der Vernunft, diese Therapien anzuwenden. Weil wenn man das nicht macht, gibt es mehr Opfer. Aber gut, jetzt haben wir folgende Aussage von Ihnen aus dem Jahr 2005. Das ist schon länger her und dann haben Sie Folgendes gezeigt. Wir haben das bei den eigenen Fällen mal angeschaut und haben in den vergangenen 8 Jahren in 7 Fällen aus unserer Sicht gesagt, es besteht ein sehr hohes Risiko, mussten die Täter aber aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen entlassen, hatten also gar keine Wahl, diese Täter zurückzuhalten. Und in allen 7 Fällen ist es zu schwerwiegenden Rückfällen gekommen. Also, das war 2005, dann ist dann die Verwahrungsinitiative gekommen, wo Sie, ja, glaube ich, dagegen waren. Hat sich das verbessert? Also, hier geht es um die nachträgliche Verwahrung in extrem seltenen Ausnahmefällen. Man muss immer hier sagen, wir reden hier von extremen Ausnahmefällen. Ja. Es sind 8 Fälle gewesen von 1997 bis 2002. Ganz, ganz seltene Fälle. Es waren Fälle, wo wir gesagt haben, da ist jemand hochgefährlich, nicht therapierbar. Und in diesen Fällen mussten wir die Täter entlassen, der Justizvollzug musste entlassen, weil es keine rechtliche Handhabe gab. Weil die Täter nach der Endstrafe entlassen wurden. Mhm. Und diese 8 Täter sind alle rückfällig geworden. Aber jetzt nach dem neuen Gesetz, aufgrund dieser Studie unter anderem, hat man die Möglichkeit der nachträglichen Sicherungsverwahrung eingeführt. Ja. Aber Sie sind trotzdem gegen die Initiative gewesen. Die hat jetzt offenbar Ihnen die rechtlichen Möglichkeiten gegeben. Die Initiative hat ja nicht die nachträgliche Sicherungsverwahrung gefordert, sondern die lebenslange Verwahrung. Die lebenslange Verwahrung als zusätzliche Möglichkeit zur normalen Verwahrung. Das ist etwas anderes. Gut. Es gibt jetzt einen Begriff, der immer mehr kommt, der Begriff von Querulant. Und der bekannteste Querulant im Moment ist der Peter-Hans Kneubühl. Er hat sich mit 300-seitigen Brief hat er sich da mit wirren Sachen an Gemeinde gewendet, hat auf die Art und Weise auf sich aufmerksam gemacht und hat dann, wie man weiß, hat dann geschossen, wo die gekommen sind, die Beamten, und sagt Folgendes im Gefängnis jetzt. Das ist ein bestelltes psychiatrisches Gutachten gewesen. Und ich habe versucht, das zu widerlegen. Und alle Begründungen für die wahnhaften Vorstellungen sind gelogen. Die konnte man auch widerlegen. Das heisst, ihr seht euch als schuldfähig an? Ja, selbstverständlich. Ja. Also er will schuldfähig sein. Er will nicht als wahnhaft gelten, weil er weiss, dann wird er wahrscheinlich lebenslang verwahrt, möglicherweise oder so. Er will lieber schuldfähig sein. Also er will eigentlich ihren Fängen entkommen, oder?
Also ich glaube nicht, dass die Motivation ist, zu sagen, nicht lebenslang verwahrt oder irgendetwas zu werden. Ich glaube, es geht ihm hier darum, dass er sagt, ich bin gesund, ja, ich bin nicht krank. Gut. Und das ist das Gleiche, was wir von Breivik ja auch kennen. Mhm. Breivik hat auch gesagt, ich will gesund sein, klar, weil ich habe das voll, mit vollem Bewusstsein gemacht. Mhm. Es ist ja geradezu ein Kennzeichen dieser wahnhaften Störung, also paranoiden Symptome, dass die Menschen, die betroffen sind, selber sagen, der Rest der Welt ist verrückt und nicht ich. Genau. Und Sie sagen, die Leute, die einen Verfolgungswahn haben, das ist ja dann der Effekt von dem Ganzen, ist ein 10- bis 20-fache höheres Risiko. Ja, jetzt, das weiß man. Wann kann man feststellen? Und wie kann man dann feststellen, dass jemand einen Verfolgungswahn hat? Und dass man, wenn man so sagt, man will Prävention machen, dass man den irgendwie aus dem Verkehr zieht? Ja, wir sind ja in der Regel gar nicht, Sie sagen immer aus dem Verkehr ziehen und lebenslang und verwahren. Wir sind ja in 99% der Fälle sind wir gar nicht bei aus dem Verkehr ziehen, sondern frühzeitig erkennen und dann vielleicht Maßnahmen, vielleicht niederschwellige Maßnahmen machen. Ja, zum Beispiel Waffen wegnehmen. Zum Beispiel Waffen wegnehmen. Ja, aber gut, aber wie zum kann Beispiel man denn jetzt das feststellen? Beispielsweise? Ja. Heisst, jemand, der schon, sagen wir so, Brief schreibt, dann muss man die Waffe wegnehmen. Also, vielleicht das auch zum Beginn nochmal, Querulanten, also Menschen, die Briefe schreiben, ja, sich beschweren, die wenigsten von denen sind gefährlich. Ja. Man muss da auch wirklich das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Die wenigsten sind gefährlich. Die meisten Querulanten sind harmlos. Problematisch, um die andere. Problematisch ist es, wenn zu dem Querulatorischen etwas anderes dazukommt. Zum Beispiel ein Verfolgungswahn. Mhm. Wenn das kombiniert auftritt, dann wird es gefährlich. Ja. Und da haben Sie eine gute Chance, dass eigentlich der Verfolgungswahn im Verhalten irgendwann auffällig wird. Aber wer stellt das feststelle, bevor es passiert? Sie haben es ja gehört. Hier werden zum Beispiel über Jahre Briefe geschrieben. Ja. Das heißt, es geht nach außen. Der Mensch, der einen Verfolgungswahn hat, der sagt, da sind Verschwörungen, die Leute wollen mir was, der bleibt da nicht zu Hause sitzen, sondern der schreibt Briefe, gut, der beschwert sich, der geht vielleicht auf jemanden los. Und das, was wir in der Praxis ja sehen, ist ja nicht die Tat aus heiterem Himmel. Was wir in der Praxis sehen, ist, dass diese Menschen im Verhalten auffällig werden und dass man vielleicht Breivik zum Beispiel ist ja nicht von heute auf morgen, sondern dass es über eine lange Zeit sich entwickelt und dass man hier auch das Gesundheitssystem sensibilisieren muss dafür, wenn Sie solche Menschen mit starken Verfolgungswahn sehen. Aber was soll man dann machen? Also gut, man findet im Internet Spuren, man genau, merkt es, hat man es geschickt etc. Wer genau soll dann eingreifen? Was heisst jetzt da, die verschiedenen Ämter sollen sich koordinieren, Polizei, vielleicht Psychiatrie etc. Ja. Ich meine, der andere Fall hatte in Dayan, der Amoklauf, der war in psychiatrischer Behandlung. Das hat man gewusst. Ja. Gleichzeitig hat man jetzt herausgefunden, dass er mehrere Waffen hat dort zu 3 Toten geführt. Und meinen Sie, da hätte man können jetzt herausfinden im Vorfeld, wenn man besser eben sich vernetzt hätte, was da abläuft? Ich kann das in dem speziellen, ja, Fall nicht sagen, weil ich das zu wenig kenne, aber ich würde gerne auf die Frage antworten, die Sie, ja, mir vorhin noch gestellt haben. Was soll man denn tun? Ja. Was man tun soll, ist, einerseits, glaube ich, ist der gesunde Menschenverstand ein ganz guter Ratgeber. Normalerweise haben Menschen ein ganz gutes Gefühl dafür. Wer? Der Menschen, die betroffen sind, Menschen, ja, die bedroht werden, Menschen, die das Verhalten mitbekommen. Normalerweise haben die Menschen ein gutes Gefühl dafür. Zum Beispiel gibt es diese Frage bei Menschen, die bedroht werden. In der Regel Menschen, die sich bedroht fühlen und dann Todesangst haben, die merken, das ist etwas anderes als eine andere Drohung. Und was dann soll ist er denn die machen? Rat zur Polizei gehen. Und spezialisierte. Und was kann Polizei machen? Die Polizei, da gerade, wo es spezialisierte Gruppen in der Polizei gibt, Gewaltschutzgruppen, die können jetzt Folgendes machen, dass sie aus ihrer Erfahrung heraus das Risiko abklären, eine Risikoeinschätzung machen. Und wenn die dann sagen, wir brauchen weitere Unterstützung, dann kommen wir vielleicht bei der Spitze des Eisbergs ins Spiel. Wie schnell kommen Sie denn eben bei solchen Fällen überhaupt ins Spiel? Oder so wie man jetzt gehört, nach dem Fall Kneubühl, man lernt immer dazu und man will immer mehr eben Prävention machen. Sie sind ja der Präventionsapostel, hat man das Gefühl, da werden Sie noch viel Arbeit bekommen in nächster Zeit. Ja. Mir ist auch wichtig hier an der Stelle die Feststellung, ich will nicht immer mehr Prävention machen. Und für mich wäre auch eine Horrorvision, dass hinter jedem ein Gutachter steht und der wird noch abgeklärt und in der Schule. Das will ich überhaupt nicht. Mhm. Es geht um Verhältnismäßigkeit. Es geht darum, wenn etwas vorgefallen ist, wenn es eine Drohung gibt, wo jemand Todesangst, mhm, hat, wenn Waffen im Spiel sind, dass man dann sagt, dass das nicht alles in den gleichen Topf gerührt wird, sondern dass man dann sagt, da muss man genauer hingucken. Aber man kann Mann, das nicht laufen lassen. Mann, wäre ich Mann. Zunächst die Person, die betroffen ist. Häufig hat man eine Person, die bedroht ist. Mhm. Und wir ermutigen sehr alle Menschen, die bedroht sind, in Partnerschaften. Und die sagen, ich habe die Befürchtung, wenn, ja, ich jetzt anzeige, dann, ja, wird der noch gefährlicher. Dann sagen wir, das sind genau die Personen, wo man diesen Gedanken, ja, hat, da sollte man Anzeige machen. Mhm. Sollte das in einen offiziellen Weg gehen lassen. Aber nochmal, das sind Personen, da ist was passiert. Gold.
die drohen, die machen etwas, die werden tätlich, die schlagen zu und dann sollte man... Welche Rolle spielen dann eigentlich die Waffen? Also in Amerika hat man gesehen, hat sich gerade der Fall in Newtown, 26 Tote, davon 20 Kinder, semiautomatische Waffen sind dort eingesetzt worden. Jetzt redet man in Amerika, dass stärker muss überprüft werden, auch ob jemand zum Beispiel in Psychiatrie ist, wenn er Waffen kaufen will. Ist das ein Weg, den man gehen soll? Kann man das überhaupt richtig überprüfen? Sind die Daten überhaupt vorhanden? Also, wir wissen, dass bestimmte Persönlichkeitseigenschaften mit erhöhten Risiken verbunden sind. In den USA hat man die spezielle Situation, dass Waffen natürlich sehr, sehr leicht zugänglich sind. Wir haben es auch hier bei diesem sogenannten Amoklauf gehört. Es sind ja keine Amokläufe. Eben, sind ja nicht, sind die haben ja geplant. Geplante Massenmorde. Geplante Massenmorde. Wieso sagt man denn dem Amok? Amok ist reine, es kommt gleich aus dem Indonesischen, dass die Leute da irgendwie durchdröhnen. Ja. Hat die sich eingebürgert, ist der falsche Begriff. Ist völlig falsch. Ist deswegen auch irreführend, weil Amok wirklich heißt, es ist ungezielt aus dem Moment heraus. Genau. Und der geplante Massenmord. Das ist mehr aus der Persönlichkeit. Aus der Persönlichkeit heraus. Das bereitet jemand länger vor. Das geschieht nicht von heute auf morgen. Ja. Und darin ist auch die Chance für Prävention, weil in dem Moment, wo Sie das vorbereiten, Sie schreiben etwas, Sie müssen sehen, dass Sie sich eine Waffe besorgen. Das ist die Chance, dort die Taten zu verhindern. Ja. Also, und dabei sind Sie der Meinung, dass man viel strengere Überprüfungen muss machen in der Schweiz, wer so eine Waffe überkommt? Also, wieder ein neues Thema. Also, ja, Waffen. Wichtig ist bei der Verfügbarkeit von Waffen, Schweiz hat eine hohe Waffendichte, USA hat eine hohe Waffendichte. Die Tötung noch höher, etwas höher. Die Tötungshäufigkeiten sind aber extrem unterschiedlich. Mhm. Es gibt in den USA ungefähr 10-mal mehr Tötungen als in der Schweiz. Ist ein gewalttätiges Land. Es hat was damit zu tun, dass die Waffe in den USA so angesehen wird, die habe ich privat, um mich zu verteidigen. Genau. Und wenn jemand dumm kommt, dann ziehe ich die Waffe. Die Schweizer Waffentradition ist eine ganz andere. Da ist es eine Armeewaffe, da ist es die Verteidigung des Landes. Aber niemand kommt auf die Idee zu sagen, ich habe die Waffe deswegen, dass ich sie im Ausgang mitnehme und mich dann verteidige. Mhm. Diese unterschiedliche Haltung macht einen großen Unterschied dafür aus, wann und wie Waffen eingesetzt werden. Also Quintessenz? Das ist nämlich eine Quintessenz. Ja. Genau, eine Quintessenz ist, was wir wissen, dass bei den sogenannten Schulmassenmorden, die sogenannten School-Shootings, scheint die Verfügbarkeit von Waffen eine Rolle zu spielen. Das heißt, bei den Jugendlichen, die sonst vielleicht keine guten anderen Möglichkeiten haben, an Waffen zu kommen, da spielt die Verfügbarkeit von Waffen eine Rolle. Und die andere Fall weniger? In den anderen Fällen spielt sie keine Rolle, weil der Erwachsene, der entschlossen ist, jemanden umzubringen, der wird nicht sagen, ich mache das nicht, weil es verboten ist, eine illegale Waffe zu haben. Okay. Also, wir haben da noch einen weiteren Fall, wo Sie mal kommentiert haben. Wir haben ihn aufgrund der Einschätzung als für die Öffentlichkeit als sehr gefährlich eingeschätzt und dementsprechend befürwortet, dass er nicht entlassen wird und dass eben auch keine risikosenkende Therapie begonnen wird. Das ist einer, der im Gefängnis war und dann ist er in eine Zelle hineingekommen mit einem zweiten und hat den umgebracht. Also, das ist ein bisschen, würde man sagen, grob fahrlässig. Also, auf die Menschheit außerhalb des Gefängnisses lässt man nicht los, aber auf Gefangene. Und jemand hat offenbar den Mordtrieb, den Tötungstrieb, und der kann dann halt nur dort ausleben, wo er gerade ist. Ja, aber da muss ich auch mit den Begriffen muss ich wirklich das zurückweisen. Also gerade auch die Mitarbeiter in der Justizvollzugsanstalt. Man muss sich mal bewusst machen, da sind 440 Insassen. Mhm. Da sind in der JVA Pöschwies sind 230 gemeingefährliche. Und wenn man es ein bisschen zugespitzt sagt, dann muss man sagen, jeder Tag, an dem da nichts passiert, ist ein guter Tag. Ja. Und das ist eine Katastrophe, wenn so etwas passiert. Ja. Aber da sind das ganze Jahr, jeden Tag, sind ganz viele Mitarbeiter dabei, die alles tun, dass solche schwerwiegenden Dinge passieren. Das glaube ich, haben Sie mit nicht passieren. Sagen, Sie sind auch Teil von dem System und so. Aber ich, wenn ich es nicht glauben würde, glauben Sie es mir, würde ich es nicht sagen. Gut, aber Sie haben einen anderen Fall, haben Sie gehabt, also der Ruben X, sage ich jetzt mal, der hat ein paar kleinere Vergehen gemacht, da haben Sie diagnostiziert und gesagt, der kann noch viel schlimmere Sachen machen und haben darum gesagt, der muss jetzt drinnen bleiben, ihr verwahrt werden. Wieder nicht richtig. Also es tut mir leid, dass ich so oft sagen muss. Ja, Sie können es mir nicht sicher. Ist nicht am Schluss ist dann wieder hat niemand, niemand hat gesagt, dass er verwahrt werden müsste. Man hat da gesagt, dass er mit einer Stunde in der Woche nicht therapierbar ist, weil diese Problematik doch eine schwerwiegendere ist. Dass man gesagt hat, man braucht eine intensivere stationäre Therapie. Also? Da hat das Gericht dann gesagt, nein, dem folgen wir nicht. Wir sehen das anders. Das ist eine Abwägung, die das Gericht treffen kann. Mhm. Von Verwahrung war in dem Fall nie die Rede. Wir haben ihn auch Er ist nicht rausgekommen, obwohl er das nicht gemacht hat. Er hat gar nicht. Eigentlich hat er seine Strafe abgebüßt, oder? Also,
Es ist das ist nicht richtig. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Strafe und einer Maßnahme. Die Strafe ist die Schuldstrafe. Genau. Da kann jemand 3 Jahre haben. Wenn jemand eine Maßnahme bekommt, zum Beispiel eine stationäre Therapie, dann ist die Dauer der stationären Therapie 5 Jahre. Das ist sozusagen eine ganz andere Schiene, auch wenn die Grundstrafe 3 Jahre ist. Ja. Das sind wie 2 verschiedene Systeme. Wenn das Gericht sagt, ich verhänge neben der Strafe ordentlich noch eine Maßnahme an, dann zählt die Maßnahmedauer und die Strafdauer ist nicht relevant. Das ist unser Rechtssystem. Sie haben ja eben verschiedene Therapien, wo Sie die Gruppen hineinnehmen, ein paar Schweiz etc. Wie nennen Sie das? Entwicklung von sozialen Fähigkeiten in einem milieutherapeutischen Umfeld. Das ist natürlich ein künstliches Umfeld. Dann schauen Sie, wie sich die bewegen etc. Aber das sind ja Leute, die zum Teil sehr manipulativ sind, auch, die wissen, wie man sich verhalten muss, dass man da gut wegkommt. Können Sie das auch immer herausfinden, ob Sie da nicht irgendwie auf die falsche Spur Deswegen ist es ja gerade so gut, dass genau das ganze Umfeld mit beobachtet wird, dass es sozusagen nicht eine Therapie ist, 1 Stunde im Elfenbeinturm und man sieht 23 Stunden nicht. Deswegen ist es gerade wichtig, was Sie gesagt haben, das Milieutherapeutische, dass die Kollegen eng dabei sind, beobachten, aufgreifen, im Alltag wieder konfrontieren. Das ist gerade für die hochgefährlichen Täter ist es wichtig, um entsprechend auch eine Therapieintensität zu erzielen, dass eben keine Informationen durch die Lappen gehen. Aber die Cleversten wissen doch, wie man sich verhalten muss. Es gibt doch solche, die verhalten sich dort grossartig, weil sie genau wissen, wie sie machen und werden entlassen. Eine Stunde später murksen sie jemanden ab, weil sie einfach den Tötungstrieb haben. Das hat es doch solche Fälle gegeben. Also in dem Fall müssten Sie mir sagen, wo der entsprechend so ist. Der ist jetzt so in den Raum gestellt. Es ist ja ganz einfach so, wenn das etwas... Also unter anderem mit einem Buch ist Fall. Ja, aber das sind nicht unsere Fälle in dem Buch, sondern das sind amerikanische Fälle. Also für die werden Sie verstehen, wenn ich da nicht etwas dazu sagen kann. Aber richtig ist ja das, dass wenn es eine Eigenschaft ist, die für Sie sehr kennzeichnend ist, und sagen wir, Sie sind ein impulsiver Mensch, und jetzt sind Sie in Räumen, in Gruppentherapien, jetzt sind Sie zum Beispiel in einem Milieu, wo man mit Ihnen spricht, wo vielleicht auch Frustrationen aufkommen. Jetzt tun Sie mal so 2 Jahre, dass Sie nicht impulsiv sind. Und dann könnte man sagen, wenn Sie das schaffen, Sie spielen so, Sie sind kein impulsiver mehr, dann hätten Sie schon etwas erreicht. Also so einfach ist es mit dem... Moment, wo Sie es eben nicht mehr spielen. Nein, so einfach ist es mit dem Verstellen nicht. Wenn Sie zusammen sind mit anderen Profis in der Gruppe, die das genau kennen, wenn eben Informationen sehr gut fließen, dann ist das eben auch eine gute Voraussetzung, dass man viele Informationen hat. Das ist das Horrorszenario, wir schauen das Verhalten, wir schauen nicht darauf, was jemand sagt. Horrorszenario, das eine von denen, wo Sie das Gefühl haben, der wird jetzt umlaufen müssen, vielleicht aus gesetzlichen Gründen. Und ich habe das Gefühl, das geht auch, dass der wieder eine ganz schlimme Blutart macht. Ich kann Ihnen sagen, also es gibt viele Horrorszenarien. Ja. Und ich bin ja auch in Fällen beigezogen von Kollegen im Ausland. Ja. Also das Spektrum in diesem Job von grausamsten Horrorsachen, die passieren können, das ist mir sehr bewusst. Und man muss sagen, wenn man in dem Job arbeitet, das kann man nicht ausschließen. Aber wenn Sie auf dem Zweifel sind oder im Zweifel sind, soll ich jetzt den rauslassen oder nicht, soll ich jetzt den verwahren und so? Im Zweifel, wie entscheidet Sie denn? Also es tut mir leid, ich muss es wieder sagen, wie es wirklich ist. Es ist so, wir entscheiden. Ja, aber nie, nein, ist wichtig, ist wirklich wichtig, weil es geht um Rechtsstaat. Ja. Wir sind nie in der Position, dass wir irgendwas entscheiden. Wir liefern Entscheidgrundlagen, dann geht das in einen rechtsstaatlichen Prozess, dann ist da ein Richter oder Jurist, der in Ihrem Namen das entscheidet. Wir entscheiden das nicht. Also Sie werden sich nicht als Gott fühlen, obwohl Sie hier und da in der Rolle sind, oder? Ich will mich nicht so fühlen und ich bin es auch nicht. Okay, danke vielmals. Frank Urbaniak, das ist ein ganz wichtiges Gespräch, ein ganz wichtiges Thema, das uns beschäftigt, weil man merkt, es ist unglaublich komplex und wir müssen uns mit dem auseinandersetzen. Es gibt keine einfache Antwort. Übrigens ein Hinweis auf eine Sendung morgen Abend im Club. Scheidungskinder, sind das arme Kinder? Fragezeichen. Das morgen Abend im Club. Die Sendung gibt es wieder in einer Woche. Gute Nacht und ganz eine gute Woche.